Ohne was? Ohne Frontgewicht. Oh ja. Einen wunderschönen herzlich willkommen zu dieser Folge Ultramax L. Wir sind mal wieder im Multiplayer am Häckseln heute und Tim will es versuchen. Tim und Markus sind dabei. Servus. Hallo. Servus. Und Tim möchte mit dem Lance Bulldog abfahren. Wenn ich mich daran erinnere, wie Patrick sich beim letzten Mal abgekämpft hat damit, dann wird das sehr interessant. Ach, das wird schon. Lance kann alles. Das Gute ist ja, dass wir die REA-Mods deaktiviert haben mittlerweile. Jo. So, ich bin im Jaguar 695 Mega unterwegs. Und tatsächlich, ich freue mich sehr, weil auf diesen Hexer bin ich quasi aufgewachsen. Aber wo? Nee, ich sag's nicht. Auf dem Beifahrersitz. Aufgewachsen nicht oder gezeugt worden? Aufgewachsen. So zwischen 6 und 9 Jahre ungefähr. Also Alter. Sorry, ich fahre nur 25. Um aufzuwachsen. Ja, dieser Häcksler und 7810. Das war meine Kindheit quasi. So, das Röhrchen ausklappen. Oh. Sag doch, wenn du bremst. I bremst. Das kann so. Was geben, Leute. Das kann was geben. Ich muss jetzt mal hier werden. Voll raus tun. Lasset mich mal eben. Ach, hier, das soll ich deaktivieren? Ah, RGPS, das ist natürlich mega praktisch. So, Ackerkralle raus, ne? Besser ist, ne? Besser ist, ich brauche hier Grip, brauche ich. Ich fahr zwar nur auf dem Feldweg erstmal, aber da, selbst da brauche ich Grip. Oh, warte, ich schalte meinen Gang hoch. 10 km/h, ne? Ich gebe mein Bestes. Ich fahre nicht mit Tempomat, sondern... Okay. Guck mal, als hätte ich nie was anderes verkackt. Jahrelang Lance Bulldog gewesen. Hä? Ich werde jetzt hier erst eine Spur, mach ich doch. Ich muss das Spiel, glaube ich, vielleicht leiser stellen. Ja, das habe ich gleich als Asches gemacht. Oioioi, das häckselt mir, er häckselt mir die Ohren voll hier. Sorry. Ah, cool, ich sehe deine Dings. Meine Dings? Dein Füllvolumen. Oh! Was machst du denn da? Das war sorry. Du bist wieder scheiße. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach ohne Front. Ohne was? Ohne Frontgewicht. Oh ja. Tim, ich glaube, mehr kannst du nicht mitnehmen. Nee, ich glaube nicht. Eieieiei, Leute. Ja, ich guck mal, dass ich das Heide wegkriege. Wo stehen denn die Silos überhaupt? Rechts auf dem Hof. Wenn du auf dem Hof fährst, rechts. Beim Kuhstall vorbei. Okay. Lässt ja hier schon wieder was stehen. Warte mal, ich muss mal eben. Das ist irgendwie alles nicht so richtig. Aber der Deutz ist doch kein Oldtimer, das ist doch Youngtimer, oder? Wer ist Der Markus hat sich den gewünscht. Mhm. Auf mehrfachen Wunsch alles einzeln. Aber keine Oldtimer, ne? Wollte ich will jetzt nicht meckern. Aber zu neu, doch. Neumodische Sache da. Eben, Lanz muss sein oder Altendeutz. Gibt doch so schöne alte Deutz.
Alter, Markus, du musst übrigens weiter hinten fahren, ne? Ja, ich hab's gemerkt, ja. Ich hoffe, also, ich komm zum... Willst du vorgewendet, Aschenhof? Ich mach erstmal vorgewendet. Ich hoffe, ich komme zum Hof. Das gestaltet sich gar nicht so einfach, wenn man vorne absolut kein Gewicht dran hat. Vielleicht hole ich mir mal den Hanomag. Was ist das denn jetzt? Ja, du kannst den Hanomag, du kannst auch ein Fiat Acri, du kannst sonst was. Ich glaube, der Hanomag, der hat ein bisschen mehr Dampf und... Ja, das stimmt. Also vorne habe ich kein Gewicht mehr. Ich habe kein Gewicht mehr auf der Vorderachse, quasi. Also der Hanomag ist auch erprobt, ne? Du musst neben mir fahren, das geht nicht hinter mir. Ach so, okay. Das funktioniert von Auswurfweite nicht. Also der Hanomag hat sich beim Grasfahren schon erprobt, das funktioniert. Hat jemand eine Flinte? Hier ist ein Reh. Oh, letztens ist bei mir eins vorbeigeflogen. Du weißt schon, dass Rehe nicht fliegen. Erzähl das mal dem Spiel. Da stand 30 Meter in der Luft mitten auf dem Feld. Okay. Tja, die Frage. Du bleibst gleich hängen. Ah, doch nicht. Ja, gerade so mit. Achso, jetzt kommt erst das zweite Feld, ne? Es ist ja so groß hier. Ich glaube, mein Plan geht nicht ganz auf. Wer wäre? Oh. Ah, warte. Stopp. Halt. Ich hänge ein bisschen. Ich hoffe, Markus hat noch ordentlich Volumen frei im Hänger, weil ich bin noch nicht am Hof angelangt. Alles gut. Ich hänge noch im Baum. Kann sich mal einer vorne bei mir auf den Motorhaube setzen? Wo ist Knilch, wenn man ihn mal braucht? So, eigentlich wollte ich jetzt ganz gerne hier durchstechen, aber das geht ja nicht. Ja, wenn ich jetzt hier nachfahren kann, geht's nicht mehr. Ich kann allerhöchstens den Anhänger hinten ran. Ja, das langt aber nicht, ich bin schon 50%, 60% voll. Okay, dann muss ich ja gleich warten. Ich bin jetzt bei der Baustelle vorm Hof. Ja, du kannst ja mal probieren, wo du kommst. Wird das. Ja, fahr mal bitte zurück und häng den einmal ab. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. Ich sage euch, Leute, das ist nicht mal eben so gemacht. Ja, hast ein Tandem, ne? Das ist kein Drehschimmel. Mit einem Drehschimmel wäre das einfacher. Ja, ich kann quasi so gut wie null lenken, ne? Also, ihr durch die Hofeinfahrt und dann rechts, hast du gesagt, ne? Genau, am Master Ferguson vorbei. An dem alten FF. Der Hof ist aber extrem schön. Danke. Hier das erste Mal. Das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Scheiße, ich hänge im Zaun fest. Ja, ich will nicht sagen, dass er ein bisschen eng gebaut ist, der Hof, aber... Der ist schön. Ja, der wäre nicht... Die Einfahrt wäre nicht so eng, wenn ich lenken könnte. Ah, ich hab's gleich. Ich bin ja mal gespannt, wie weit ich komme. Ich habe kein Siliermittel, ne? Mist. Habe ich vergessen aufzufüllen. Ich glaube, wir müssen das Hexen an dieser Stelle beenden. Die Hofeinfahrt ist dicht. Dann müssen wir von hinten leider auf dem Hof fahren. Tut mir leid. Wo hänge ich denn? Mit einem Heck oder so? Nee. Oder hängst du mit einem Reifen zwischen den Platten, wenn man da nicht schnell genug rüberfährt? Ist das ein bisschen schwierig. Hilfe! Hier, Markus, komm hier. Mach mal. Ich muss leider jetzt den ganzen Weg rückwärts wieder fahren. Mein Anhänger ist voll. Wir brauchen hier einen fähigen Fahrer. Mach mal die Ackerkralle raus. Ja, Leute, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr...
was ihr geschätzt habt, als ihr erfahren habt, dass Tim mit Lance Bulldog abfahren möchte. Ich bin ja erfahren hier, was Lance Bulldog angeht, ne? Aber unter diesen Voraussetzungen habe ich auch noch nicht gearbeitet. Einer ist ein bisschen groß geraten, ne? Ja. Hast du keine Oldtimer, kleineren Anhänger? Da muss man zwar zig mal fahren, aber... Du kannst, wenn du willst, kannst du die Krone-Trailer mitnehmen. Die, Markus hat's geregelt. Super. Ich mach mal den Motor aus und häng ich hol schon mal Markus den Anomark, ne? Wieder zusammen. Nein, warte, ich fahr den Latz gleich wieder dahin, wo er war. Ja, warte mal, hast du den Anomark schon dabei? Ja, warte, genau, ich du kannst hier abladen, dann hole ich in der Zeit den Anomark. Ja. Mit dem, oh, da ist ein Fritz Meier verdeckt drauf. Meier. Ich fahr mal Deutsch, ne? No, freilich. Ich bring euch den mal zum Hof. Ja, Leute, war eigentlich gar nicht geplant, dass wir diese Folge auch noch abfahren. Ich glaube auch, dass wir diese Folge ein bisschen länger machen. Nicht nur die typischen 10 bis 15 Minuten. Einfach weil es so schön ist hier im Multiplayer. Und wir wollen ja auch noch ein bisschen mehr vom Häcksler sehen. Ja, und weil ich so langsam arbeite, sagst du. Ey, kein Scheiß, Tim, in seine Sprachmemo in unserer WhatsApp-Gruppe. Ich acker wie ein Tier. Ich mache ein paar kurze Aufnahmen, aber ich werde ackern wie ein Tier. Ja, wie ein Faultier. So, jetzt habe ich hier was. Mit dem kann man noch arbeiten. Er wäre auch zu schön gewesen mit Lanz, aber eigentlich war es klar, dass das nicht hinhaut. Also, wie gesagt, wir haben beim allerersten Ultramar-Hexen, da sind wir mit Hanomag und mit Lanz abgefahren, aber mit anderen Anhängern, deutlich kleinere. Und ich sag mal so, Patrick war leicht gereizt danach, was okay. Den Lanz angeht. Man kann nicht sauer auf den Lanz sein. Wenn es nicht vorangeht, schon. Das Auge arbeitet mit. So, was schätzt ihr? Wie schnell können wir durchs Fahrsilo fahren? Ich bin froh, wie wir ab durchkommen. Willst du eben abladen, Markus? Ja, wär der Plan, aber irgendwie hängt da eine Grasnarbe. Ja, bleibt soll ich schieben? Warte, ich kann auch schieben, warte. Nee, mach ihn nicht aus, das dauert wieder Ewigkeiten. Ja, ich hab tatsächlich falsch Knopf gedrückt, sorry. Nein! Ich lad mal ab und mach dir wieder voll, bis ihr mit dem Lance Bulldog fahren könnt. Habt ihr auch schon Deutz D8006 Modpack da angeguckt von LS Oldtimer? Nicht. Ich hab mir den bei dir einmal angeguckt, aber wir haben, glaube ich, einen haben wir hier auf der Karte. Welcher ist das? Der D13006 aus dem Pack. Der hört sich böse an. Mal gucken. Der ist auch echt schick. Oh, 10 km/h ist zu schnell. 10 km/h ist zu schnell. Okay, ich fahr mal vor. Ich stehe mitten im Weg rum. Ich glaube, 7 km/h ist ganz gut. Ah, ist zu schnell. 6 km/h Tempomat scheint ganz gut zu funktionieren. Ja, Markus, wenn du magst, kannst du den Lanz dann wegfahren. Ja, ich hab nur abhängen müssen. Der ist aber auch schön, der Lanz. Ja, der klingt auch so schön. Und ne? was ich immer wieder sage, bei den LS Oldtimer Mods, ne? Ich bin da so ein kleiner Lenkrad-Fetischist. Ich habe von keinem Modder so runde Lenkräder gesehen wie bei LS Oldtimer. Okay, jetzt komm mal ran hier. Sorry. War am Schwärmen. So, jetzt kann ich arbeiten wie ein Tier. Sauber. Ich lauf mal zurück, ne? Ich fahr schon mal zum Acker, ne? Ja, da musst du gleich einmal abhängen. Weil zum Durchstoßen, ja, reden wir nicht weiter drüber, muss ich den einmal hintergehängt haben. Ja, alles gut. Ich stelle dir hinter den Häcksler. Ja.
Weil mit Traktor dazwischen funktioniert leider nicht. Ja, ich pausiere mal kurz, bis ihr da seid. So, bitte. Nee, schön. Also The Valley, The Old Farm werde ich definitiv auch als Projekt Let's Playen, wenn die Karte so gut aussieht, wie Black Sheep es berichtet. Ja, angeblich haben die alle Texturen auf HD überarbeitet. Ich hoffe einfach mal, dass das stimmt. Wir können ja mal darüber unterhalten, ob wir das irgendwie Multiplayer als Multiplayer-Projekt oder als. Ich weiß ja nicht. Können wir gerne machen. Müsste man mal gucken, wie das funktioniert oder nicht. Ja. Kann man ja mal drüber schnacken. Oder so als irgendwie servermäßig, dass jeder da seine Aufnahmen drauf machen kann. Und wenn mal mehrere Leute da sind, kann man mit mehreren Leuten Aufnahmen machen. Ja. Ich weiß nicht, ob das denn so ein Ding ist wie damals bei Ark, als wir versucht haben, Ark zusammen zu spielen, wo man denn irgendwie. Ja, nee, Patrick, Markus und ich haben das ja versucht und Knilch. Und dann jedes Mal, wenn du auf den Server gekommen bist, hat Patrick da schon 20 Stunden weitergespielt und das war alles anders. Und ich weiß nicht, ob das für Let's Plays denn ganz gut ist, wenn jeder autark für sich. Aber eine Sache kann ich dir versprechen. Ich werde da außerhalb von Aufnahmen werde ich da wenig machen aus Zeitmangel. Also vor mir brauchst du keine Angst haben, dass ich zu viel mache. Okay. Geht bei mir nicht anders. Weil da, also das Projekt hier hat für mich aktuell immer noch Vorrang. Ja. Bist du eigentlich hinter mir? Ja. So ziemlich. Weil ich würde dann gleich wieder direkt abhängen, jetzt wo wir durchgestochen sind. Aber ich hänge den ab. Gerne. Ah, da ist ja aber der Tim, der kann ja auch. Ja, hier bin ich doch. Ach, wir häckseln übrigens das kleine Stück links, ne? Ja. Das brauche ich leider zum. Oh, warte. Das kleine Stück brauche ich leider zum Dreschen, damit meine Schweine nicht verhungern. Also für keiner Mais, glaube ich. Lang Y, kurz Y. Ja, das ist mir klar. Aber zuerst ausschalten. Du sollst dein Turbo zuerst hier dein. Sag das doch, Mann! Ja, mach den aus! Aber ich. Nicht. Da aber arbeitet sich ja. Interessant, dass der sich mit eingeschaltet hat, der Mengele. Ach ja, ich hab ja eh nur. Die Hydraulikleitung unter Druck und ich soll daran rumspielen. Ja, gut, du musst es so machen wie bei dem Schwarzenegger-Film da. Da hat auch den Keilriemen einfach so runtergeschwatzt. Muss ich mal ein bisschen anstrengen. Im laufenden Betrieb. Ey, weißt du, ich kriege hier. Ich kriege hier kein Geld für und dann werde ich hier noch. Ja, das ist doch nichts Neues, oder? Blau arbeiten und dann hier noch angebölkt werden. Das liebe ich ja. Oh. Das ist keine gute Idee. Ist das unser Feld? Nee, aber ich habe gerade überlegt, ob wir den Lohnunternehmerstatus immer noch haben vom Händler. Den hätte es nämlich kaputt gefahren. Ich habe 49% erst drin. Ja, du darfst gerne weiter. Ja, ich versuche hier gerade zu wenden. Markus, ja, jetzt einfach nur rückwärts fahren müssen. Ja, ich weiß. Wendekreis wie. Also auf jeden Fall nicht wie Panzer. Du musst neben mir fahren, ne? Ja. Ja, wenn er rumkommt, wird. Ich spiele übrigens mit Tastatur, ja? Mit Lenkrad würde das besser aussehen. Was ist Baum hin? Oh, das war knapp. Mach mich nicht verrückt. Ackern wie ein Tier, da, sagt er. Wer hat denn da so Strommasten hingestellt? So, jetzt aber. Los, worauf wartest du? Ich wollte die letzten drei Stängel unten auch noch mitnehmen. Wer hat diesen Strommast angestellt? Pleiten, Pech und Pannen. Ich hänge fest. Nee, alles gut. Hab ich geregelt. Meine Güte, ich sag's euch.
Aber warte, vielleicht soll ich mal schalten. Und wie fährt sich mein Hanomag? Gut. Kenn ich doch die Möhre. Ja, die 130 PS tun hier ist ihr Übriges, ne? Ich muss erstmal bei Forbidden Mods noch gucken, was ich in meinen 9 Monaten LS-Abstinenz alles verpasst habe vom LS-Urteil. Gar nicht so viel, habe ich das Gefühl. Nee, er hat ja auch eine Pause gemacht. Oder ist gerade in so einer Art Pause, keine Ahnung. Nee, der hat jetzt wieder, glaube ich, letzte Woche einen Hänger rausgebracht. Ja, der hat was rausgebracht, Hänger für den Unibock oder sowas gemacht. Ja. Ich habe ja auch ganze Zeit lang nichts gezockt. Ich habe heute früh noch, bevor ich auf die Arbeit bin, noch die ganzen Updates gezogen. Ja, du bist ja auch, du hast ja noch weniger Zeit, du bist ja selbst unständig, ne? Ja, das ist tatsächlich so, ja. Was machst du da? Ich weiß nicht, es wird hier immer nur an mir rumgemosert. Nee, ich meine gerade den Häcksler. So. Also ich dachte so, da habe ich schon wieder irgendwo gemacht. Okay, wir nehmen eine halbe Bahn mit, ist okay. Ja, da kämpft dann GPS. Ja, tatsächlich. GPS. Gab's das auf dem Ding? Er ist in ein Trempelsystem nachgerüstet. Aber liebe Freunde, ich würde sagen, wir beenden die Folge. Ich glaube, wir machen gleich einfach noch eine zweite Häckselfolge, wo wir dann nur aus der Innenperspektive häckseln. Weil, wenn wir uns das mal angucken, ich glaube, wir sind hier noch 1-2 Stunden unterwegs. So, ich würde sagen, du bist voll quasi. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, danke und ciao. Achso, Däumchen nicht vergessen, ne?